Herzlich willkommen zum ersten virtuellen Karriere-Event von StepStone, der Your Next Step. Mein Name ist Sabine und ich bin Marketingleiterin bei StepStone Österreich. StepStone ist eine der führenden Online-Job-Plattformen. Top-Unternehmen schalten bei uns Inserate, weil sie neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen und ihr könnt euch auf diese Inserate direkt bewerben. Eure Jobs sind also unser Job, sozusagen. Was wir noch machen ist, dass wir regelmäßig Tipps und Tricks zur Jobsuche veröffentlichen oder Studien zu Themen wie Gehalt, Arbeitswelten oder Unternehmenskulturen, damit ihr immer top informiert seid. Bei StepStone arbeiten weltweit 3500 Mitarbeiter in 70 Ländern. In Österreich sind es um die 60 und einer davon habe ich euch gleich mitgebracht. Hallo, auch ein Hallo von mir. Ich bin Christina, arbeite im Team von Sabine. Und vor ein paar Monaten, wo die Corona-Krise begonnen hat, haben auch wir uns Gedanken gemacht, was können wir denn machen? Und da haben wir uns gedacht, ein Karriere-Event online wäre mal was Neues. Und wir können es gar nicht glauben, dass wir jetzt wirklich hier stehen und mit euch diese Veranstaltung erleben dürfen. Genau. Und diese Veranstaltung, dieses Karriere-Event, ist in zwei Bereiche geteilt. Und aktuell befinden wir uns ja im Konferenzbereich. Christina, was erwarten uns denn da heute für Vorträge? Also ich glaube, das ist richtig viel. Wir hören heute viel zum Beispiel über die Automobilindustrie im Wandel oder Verhalten im Vorstellungsgespräch. Wie halte ich ein Vorstellungsgespräch online? Was sind die Do's and Don'ts? Wir haben einen 11-fachen Weltrekordhalter im Freitauchen zu Gast und zusätzlich aber auch, wie es mit der Candidate Experience in Zeiten von Corona überhaupt aussieht. Hier noch ein paar technische Hinweise. Wie Sabine schon erwähnt hat, befinden wir uns hier im Konferenzbereich. Es gibt unten im Balken einen Button, der heißt Inhalte einsehen. Wenn ihr auf den klickt, kommt ihr zu dem Timetable für die Vorträge und wann sie beginnen. Und es gibt den Button zur Konferenz. Dieser ist 10 Minuten vor jedem Vortrag geöffnet. Ihr könnt ihn einfach anklicken und werdet weitergeleitet zu unserem Live-YouTube-Stream. Wenn ihr mehrere Vorträge hintereinander anhören wollt, bleibt einfach im Stream. Es ist der gleiche Link. Dort könnt ihr auch Fragen im YouTube-Chat stellen. Genau, und wenn ihr dann wieder zurückgeht in die virtuelle Lobby und dem Pfeil folgt Richtung Aussteller, dann kommt ihr in den zweiten Bereich vom Event, nämlich in die Messehalle. Dort stellen unsere Firmen und Partner in einem Messestand, stellen sie sich vor und ihr könnt euch informieren. Ihr könnt auch direkt mit den Recruitern und Recruiterinnen chatten, wenn ihr wollt, sogar per Video. Das heißt, die Ansprechpartner dort vor Ort stehen euch mit allen Antworten zu euren Fragen zur Verfügung, sei es zu der Firma selbst oder zu den offenen Jobs und Positionen. Danke für die Erinnerung und ich habe sogar gefangen. Wir haben nämlich auch ein ziemlich cooles Gewinnspiel und zwar haben wir im ganzen Event kleine Papierflieger versteckt und eure Aufgabe ist es, diese zu finden und sie zu zählen und dann die Gesamtanzahl ins Gewinnspielformular im Infopoint beim Infostand einzutragen und zu gewinnen gibt es ein brandneues iPad. Besucht uns trotzdem jeden Fall am StepStone-Stand. Neben hilfreichen Tipps zur Karriere und Bewerbung unterziehen wir euren Lebenslauf, nämlich auch einen Profi-Check und das von niemand anderem als unserer HR-Leiterin Elisabeth Beil und die hält auch gleich den nächsten Vortrag zum Thema Was macht eine erfolgreiche Bewerbung aus und worauf achten eigentlich Personaler? Elisabeth, darf ich dich bitten? Viel Spaß! Viel Spaß! Herzlich willkommen zu meinem Vortrag, was macht eine erfolgreiche Bewerbung aus und worauf achten Personaler im Rahmen der Your Next Step, der virtuelle Karriere-Event von StepStone. Ich bin die HR-Leiterin von StepStone in Österreich und freue mich, euch da jetzt ein paar Informationen zu diesem Thema geben zu können. Das funktioniert nicht. Was macht eine aktuelle, macht es überhaupt heutzutage noch Sinn, sich zu bewerben in Zeiten von Corona? Ja, natürlich. Wir haben eine Umfrage gemacht. Circa 55% aller Unternehmen sagen, dass sie trotz Krise weiter rekrutieren. 31% davon, sogar innerhalb eines Monats, haben gesagt, dass sie Mitarbeiter einstellen möchten. Und 60% der befragten Unternehmen sagen, dass immer noch die wichtigste Priorität in der Krise oder nach der Krise ist, die Mitarbeitergewinnung. Es gibt ja verschiedene Wege, sich zu bewerben. Eine davon ist die klassische E-Mail-Bewerbung über online, einen Online-Lebenslauf anlegen bei Bewerbungsplattformen.
Bei Stellenausschreibungen gibt es die Möglichkeit, sich über ein Online-Bewerbungsformular zu bewerben. Mittlerweile auch eine sehr beliebte Bewerbungsform ist über Video oder natürlich es gibt auch Apps und vieles mehr. Das Allerwichtigste ist, achtet in der Stellenbeschreibung oder Stellenausschreibung darauf, welcher Weg angegeben ist und über diesen bewerbt euch bitte. Was ist jetzt aus Sicht der Unternehmen immer noch der wichtigste Bestandteil einer guten Bewerbung? 90% aller befragten Unternehmen sagen, dass nach wie vor der Lebenslauf, der CV, das wichtigste Aushängeschild einer sehr guten Bewerbung darstellt. An zweiter Stelle mit 67% folgt dann bereits das Anschreiben und an dritter Stelle mit 64% die Dienstzeugnisse oder Bewerbung, Arbeitszeugnisse. Natürlich solltet ihr direkt von der Schule oder von der Universität kommen. Der letzte Studienabschluss oder Schulabschluss ist auch noch eine sehr aussagekräftige Information für den Recruiter. Die Bewerbungsunterlagen, was ist jetzt als Eintrittstor sozusagen eine gute Möglichkeit? Ihr könnt mit einem Deckblatt eure Bewerbung, bei eurer Bewerbung Aufmerksamkeit erzeugen. Hier ein Bewerbungsfoto an erster Stelle, darunter für welche Position ihr eure Bewerbung gerne abgeben möchtet, die persönlichen Kontaktdaten und welche Anlagen ihr eurer Bewerbung beifügen werdet. Der Lebenslauf ist eben, wie gesagt, das Aushängeschild einer jeden Bewerbung. 90% aller Unternehmer legen großen Wert darauf, einen übersichtlichen CV zu erhalten, der strukturiert und tabellarisch aufgelistet ist. Heutzutage State of the Art ist der amerikanische Weg. Was heißt das konkret? Der amerikanische Weg ist, dass ihr mit der letzten Station, sei es jetzt mit der letzten beruflichen Station oder mit eurer letzten schulischen Ausbildung oder Studium euren CV beginnt. Ein wesentlicher Bestandteil natürlich auch euer Foto bzw. die persönlichen Kontaktdaten, damit man mit euch in Kontakt treten kann. Bewerbungsfoto, wie schon erwähnt, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Die Größe des Bewerbungsfotos soll in etwa Passformatgröße haben. Ganz wichtig, schaut in die Kamera, lächelt, wenn ihr das Foto macht, ein neutraler Hintergrund. Zeigt euer Gesicht sehr deutlich. Keine Fotos aus Social Media Umfeld oder aus dem privaten Umfeld bitte dazu. Und überlegt euch auch, für welche Positionen oder bei welchen Unternehmen ihr euch bewerbt. Entsprechend dann auch die Kleidung für euer Bewerbungsfoto. Ja, nochmal zusammengefasst, was ist wichtig für einen guten Lebenslauf? Er soll strukturiert sein, eine tabellarische Auflistung. Es gibt ja mittlerweile sehr gute Vorlagen auch im Internet zu finden. Auch bei uns auf stepstone.at könnt ihr gute Vorlagen für Lebensläufe euch anschauen. Wie gesagt, die amerikanische Reihenfolge ist ganz wesentlich, dass ihr mit der letzten Station beginnt. Der Lebenslauf sollte auch nicht zu lange sein, also maximal 2 Seiten. Und ganz wichtig ist, dass er vollständig ist, dass wirklich eure Kontaktdaten drauf sind, alle eure Stationen von der Ausbildung über die beruflichen Stationen, auch wenn ihr Weiterbildungen gemacht habt, dass ihr die erwähnt. Und bei den Positionen, die ihr schon innehattet, vielleicht 2 bis 3 wesentliche Punkte zu den Aufgaben, die ihr in dem Unternehmen wahrgenommen habt, damit sich der Recruiter ein gutes Bild machen kann, welche Aufgaben ihr schon wahrgenommen habt bzw. welche Erfahrung ihr mitbringt. Das Bewerbungsschreiben als zweitwichtigster Bestandteil einer sehr aussagekräftigen Bewerbung, auch da macht euch schlau, wer sind die Ansprechpersonen? Meistens steht es in der Stellenausschreibung drinnen. Wenn nicht, dann recherchiert im Internet oder kontaktiert das Unternehmen und fragt, wer für diese ausgeschriebene Position die Ansprechperson ist. Dann ist es gleich eine persönliche Ansprache an den entsprechenden Recruiter. Es gibt auch da im Internet schon sehr gute Vorlagen für Bewerbungsschreiben. Wichtig jedoch, nehmt das nicht 1:1, sondern gestaltet es individuell, weil es ist ja euer Bewerbungsschreiben. Und nur dann könnt ihr auch bei den Recruitern einen guten Eindruck hinterlassen und vor allem eure Persönlichkeit, eure Erfahrungen damit einbringen. Nehmt Bezug auf die Stellenausschreibung, gebt eure wichtigsten Informationen zu euren persönlichen Stärken. Und auch konkrete Beispiele und Informationen, warum ihr gerade für dieses Unternehmen in dieser Position arbeiten möchtet. Ja, nochmal zusammengefasst, auch beim Bewerbungsschreiben. Wer seid ihr, kurz und prägnant? Was könnt ihr? Welche Qualifikationen bringt ihr mit? Und wie ich schon erwähnt habe, ganz wichtig, warum wollt ihr gerade in diesem Unternehmen und für diese Position tätig werden? Bei den Anhängen für eure Bewerbung
erwähnt dann auch noch, was ihr alles anfügt, eben Arbeitszeugnisse, Dienstzeugnisse, wenn ihr Sprachbescheinigungen habt, Weiterbildungszertifikate und natürlich letzte Ausbildungszeugnisse. Wenn ihr Anhänge beifügt, komme ich dann auch nochmal drauf zurück. Ganz wichtig, die Dokumente so einscannen oder abfotografieren, dass sie gut lesbar sind. Und idealerweise alles in ein Dokument zusammengefügt, dass ihr dann nicht 5 bis 10 Dokumente einzeln uploaden müsst oder in einer E-Mail anhängen und dass eben das Dokument auch nicht zu groß ist. Eine Möglichkeit für eine Bewerbung ist natürlich nach wie vor die E-Mail-Bewerbung. Auch da gilt Ähnliches wie für das Bewerbungsschreiben. Macht euch schlau, wer die persönlichen Ansprechpartner im jeweiligen Unternehmen sind. Im Betreff auch die Position erwähnen. Meistens ist auch eine Referenznummer angegeben, dass ihr die auch im Betreff dann erwähnt, damit das dann der Recruiter auch gleich zuordnen kann. Auch hier gilt, wenn ihr ein Deckblatt erstellt, das gleich zu machen im Vorfeld. Alle Dokumente, die ihr auch bei einer E-Mail-Bewerbung anhängen wollt, im Vorfeld schon zusammenzustellen. Und da sollte bei einer E-Mail die maximale Dateigröße 4 bis 6 MB sein. Das wäre schade, wenn dann eure Bewerbung dadurch nicht beim Recruiter landet. Auch bei einer Bewerbung über E-Mail bitte die Rechtschreibung prüfen. Ganz ein wesentlicher Faktor, dass ihr da keine kleinen Patzer drinnen habt. Wichtig auch noch, sowohl für E-Mail-Bewerbungen als generell, wenn ihr eine Bewerbung abgibt, schaut, dass ihr eine seriöse E-Mail-Adresse habt. Wenn nicht, legt euch ein neues Konto zu, dass eure Bewerbung dann nicht in einem Spam-Ordner landet. Ja, hier ein Beispiel, wie es nicht sein sollte. Also ich habe schon erwähnt, idealerweise die Dokumente die Anhänge in ein Dokument zusammenfassen. So könnte es aussehen, wenn es nicht optimal läuft. Noch dazu sind die Anhänge nicht beschriftet. Das heißt, der Recruiter hat jetzt keine wirkliche Übersicht, welche Dokumente sind angehängt. Und er muss, um sich ein Bild vom Bewerber zu machen, mehrere Dokumente öffnen. Das heißt, idealerweise alles zusammenfassen in ein Dokument, schön übersichtlich. Dann werdet ihr auf alle Fälle gut punkten. Ja, Online-Bewerbungsformulare habe ich schon erwähnt. So könnte eines davon aussehen. Das ist eine Möglichkeit einer Quick Apply oder einer Schnellbewerbung, wo ihr nur eure Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, eure Namen anfügen müsst, eine Telefonnummer dann für Rückfragen. Ihr habt hier die Möglichkeit, euren CV abzuladen, beziehungsweise, wie ich schon erwähnt habe, wenn ihr alle Dokumente zusammenfasst, dann habt ihr ein Dokument, das ihr in dieser Form uploadet und könnt dann gleich eure Bewerbung abschicken. Das geht in 1-2 Minuten, ist eure Bewerbung dann schon beim entsprechenden Recruiter gelandet. Hier noch ein Beispiel, wie ein anderes Online-Bewerbungstool aussehen könnte. Da gibt man mehrere Stammdaten ein. Hier besteht auch die Möglichkeit, dass ihr euer Foto extra uploadet. Das erscheint dann oft auf der linken oder rechten Seite von euren Bewerbungsunterlagen. So kann auch der Recruiter sich dann gleich ein gutes Bild vom Bewerber machen, bevor er dann in die Dokumente reinklickt. Hier wäre eine Möglichkeit, wo sich Bewerber, bevor sie ihre Bewerbung abgeben, registrieren. Das hat auch den Vorteil, dass wenn ihr registriert seid und euch mehrfach beim Unternehmen bewerbt oder über eine Online-Plattform, dass eure Dokumente dann schon hinterlegt sind und ihr nicht neuerlich immer wieder eure Dokumente uploaden müsst, es sei denn, es hat sich in der Zwischenzeit bei euren beruflichen Stationen irgendwas verändert, dann natürlich bitte immer die aktuellen Daten hochladen. Was ist da noch wichtig bei Online-Bewerbungsformularen? Oft steht dann persönliche Nachricht, hier ist gemeint das Bewerbungsschreiben. Das heißt, wenn ihr das schon in einem Word-Dokument zum Beispiel erstellt habt, einfach Copy-Paste dort einfügen. Wenn Felder angegeben sind, vor allem die mit Stern, immer alle ausfüllen, sonst könnt ihr eure Bewerbung meist auch nicht abschicken. Auch hier liegt die Kürze in der Würze. Und bei Online-Bewerbungsformularen hilft es auch manchmal, wenn ihr Schlüsselbegriffe eingibt, die in der Stellenausschreibung erwähnt werden, weil auch dann kann der Recruiter das gut zuordnen. Ich habe schon erwähnt, die Dokumente eben zusammenstellen, ideal natürlich alle vorher schon vorbereitet haben, dass wenn ihr dann im Formular weitergeklickt habt, dass ihr dann nur noch ein Dokument uploaden müsst und eure Bewerbung erfolgreich abgeben könnt. Ja, natürlich auch wir als StepStone stellen Mitarbeiter ein, schaut einfach vorbei auf www.stepstone.at. Wir haben gerade 3 Positionen ausgeschrieben. Ich freue mich, wenn der ein oder andere von euch dort seine Bewerbung abgibt.
Ganz kurz, die Sabine hat es anfangs schon gesagt, wer sind wir? StepStone ist eine Online-Job-Plattform, sowohl für Fachkräfte als auch für Berufseinsteiger. Wir haben in etwa 18 Millionen Besucher im Monat. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Deutschland, in Düsseldorf. In Österreich sind wir eben auch präsent mit einer guten Mannschaft von knapp 70 Mitarbeitern. Weltweit haben wir in etwa 3.500 Mitarbeiter. Der Vorteil bei StepStone liegt auch darin, dass ihr euch nicht nur in Österreich, sondern auch international bewerben könnt über die Plattform. Also wenn jetzt jemand von euch gerne nach Deutschland oder in ein anderes anderem Ausland gerne arbeiten möchte, habt ihr die Gelegenheit, das über die Plattform natürlich auch gut abwickeln zu können. Wir haben verschiedene Suchfunktionen. Ihr könnt entweder nach Berufen oder nach Regionen suchen, Kategorien oder Anstellungsart. Was ist damit gemeint? Ist es ein Vollzeitjob, ein Teilzeitjob? Ihr könnt auch ganz spezifisch nach einem Unternehmen suchen. Wenn ihr sagt, das Unternehmen XY ist für euch ein spannender Arbeitgeber, könnt ihr schauen auf unserer Plattform, ob dort eine Position ausgeschrieben ist. Ihr könnt natürlich auch nach entsprechenden Schlüsselbegriffen suchen. Oder auch, wenn ihr ein Studium, ein spezielles abgeschlossen habt, ist das oft dann auch in den Suchbegriffen abgebildet. Ihr könnt natürlich auch nach der Sprache suchen, vor allem dann, wenn ihr euch auch international bewerben wollt. Ja, jetzt besteht die Möglichkeit, über Chat Fragen zu stellen. Ich freue mich, wenn die eine oder andere Frage an mich herangetragen wird. Sonst, wie Sabine auch schon anfangs erwähnt hat, wir haben einen Stand heute. Kommt gerne vorbei, schaut euch um. Wir haben Informationen, alles was rund zum Thema Bewerbung, auch Vorlagen. Und wir bieten heute den ganzen Tag noch an, dass wir, wenn ihr euren CV schickt, dass wir dem CV einen Check unterziehen und euch da gerne eine Rückmeldung geben. Danke.